Die Kolbenclips einzubauen ist eigentlich keine schwierige Sache, aber trotzdem sehe ich sehr oft, dass immer wieder ein und derselbe Fehler passiert. Bei unseren Motoren gibt es 4 verschiedene Sorten von Kolbenclips. Allerdings nicht im Original, sondern eben mit Tuningzylindern zusammen. Und ja, da gibt es zum einen die Doppel-G-Clips mit so 2 Haken sozusagen. Das sind eigentlich die typischen bei Simson. Dann gibt es auch bei Tuningzylindern typischerweise solche mit nur einem Haken. Die normalen G-Clips, also so kenne ich die Namen, weil es eben aussieht wie ein G. Vielleicht haben die auch noch andere Namen, frag mich nicht. Dann gibt es die C-Clips. Die werden typischerweise bei den Megu-Kolben mitgeliefert oder bei den Vespas, bei den Malossis, soweit ich mich recht erinnere. Und natürlich auch noch bei anderen. Und bei Vespa Original sind ganz normale Sprengringe, das heißt welche mit so 2 Bohrungen, wo man die Sicherungsringzange bzw. die Sprengringzange gut reinmachen kann. Genau, das sind also die 4 Sorten von Sicherungsringen, die es gibt, oder Sicherungsclips für den Kolben. Und eine Sache haben sie alle gemeinsam, nämlich dass sie eine Öffnung haben. Ja, die brauchen ja irgendwie eine Öffnung, damit die auch zusammengedrückt werden können. Und es ist halt super wichtig, dass diese Öffnung die richtige Orientierung hat beim Einbau. Wenn wir uns den Kolben angucken, müssen wir uns überlegen, in welche Richtung die Kraft wirkt. Das heißt, wenn der Kolben im Betrieb hoch und runter läuft, wirkt die Kraft nach unten und nach oben. So, und dieser Kraft muss der Sicherungsclip ja widerstehen. Er darf nicht aufgehen. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir den Sicherungsring jetzt schräg einbauen, dann ist er sehr anfällig für diese Kraft. Wenn wir den Sicherungsclip also so einbauen, dann kann es passieren, dass durch die Kraft, durch die Beschleunigungskraft sozusagen, die ja von oben und von unten wirkt, der Sicherungsring zusammengedrückt wird und aus der Nut herausspringen kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Sicherungsring immer mit der Öffnung nach oben oder nach unten verbauen. Also in Kraftrichtung bzw. in Beschleunigungsrichtung. So ist es richtig. So kann die Kraft nicht auf den Sicherungsring wirken, also nicht negativ auf den Sicherungsring wirken und ihn irgendwie zusammendrücken, und der Sicherungsring kann eigentlich nicht rausgehen. Man kann ihn natürlich auch andersrum drehen, das ist auch kein Problem. So rum wäre auch okay. Genau, wichtig ist nur Öffnung nach unten oder oben. Ob das jetzt hundertprozentig perfekt ist, das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich sag mal, jetzt ist er auch nicht ganz perfekt unten. Man müsste ihn noch ein kleines Stückchen drehen. So wäre es jetzt wahrscheinlich perfekt. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber er sollte jetzt nicht unbedingt so stehen. Das ist vielleicht schon ein bisschen blöd. Es kann durchaus sein, dass es auch funktioniert, wenn ihr den Sicherungsclip falsch rum einbaut. Manchmal funktioniert es, das ist eben so eine Glückssache. Also ich habe es auch schon gesehen, dass wir Motoren zerlegt haben, der Sicherungsclip war falsch eingebaut und sie haben trotzdem funktioniert. Es kommt immer so ein bisschen auch auf den Sicherungsclip an. Natürlich, wenn der eine sehr, sehr, sehr große Spannung hat, kann das funktionieren. Oder wenn der Motor mit relativ niedrigen Drehzahlen läuft, dann geht das auch. Aber ich habe es auch in den letzten Jahren schätzungsweise schon 10, 20 Mal erlebt, dass Kunden einen neuen Zylinder verbaut haben. Ich habe es jetzt gerade diese Woche wieder erlebt, deswegen komme ich auf das Thema. Kunden haben sich einen neuen Zylinder eingebaut, niegelnagelneu, Kolbenclip falsch eingebaut, losgefahren und nach 100 Metern, also es geht dann sehr, sehr, sehr schnell, ist praktisch sofort, oder nach 50 Metern ist der Kolbenclip rausgegangen, hat sich verkeilt zwischen Kolben und Laufbahn, und das kann dazu führen, dass der Zylinder danach Schrott ist. Kommt immer drauf an, wie schlimm der Schaden ist. Manchmal hat man Glück und es entstehen nur so ein paar Riefen und auch nur an der Stelle der Laufbahn, wo es unbedenklich ist. Aber teilweise haben wir es dann halt auch schon oft gehabt, dass die Zylinder dann Schrott sind. Oder gerade bei so nikasilbeschichteten Zylindern halt dann die Beschichtung an der Stelle abgerissen ist. Und das ist natürlich dann echt ärgerlich, nur weil man den Clip nicht richtig rumgedreht hat. Also so war falsch, so ist richtig. Ja, also bitte achtet darauf, wenn ihr euren Motor zusammenbaut, Clip nach oben oder unten mit der Öffnung.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du in Zukunft so sehen willst, und ich versuche ein Video dazu zu machen, damit ihr alle Fragen rund ums Thema Simson und Vespa beantwortet bekommt. Und ansonsten kannst du dir auch gerne hier meine anderen Videos natürlich anschauen.